Sebastian, großartig. Das hat aber sehr schön gemacht. Woher weißt du eigentlich, was ich so für Musik höre? Na, weil du es mir erzählt hast, Cornelius. Ich bin dein lebender Addressable Audio Channel. Wow, cool. Addressable Audio Channel. So, das heißt, woher weißt du eigentlich so, was ich mag und du kennst mich so, also, oh, ich teste das mal, ja? So, ich denke jetzt mal an ein Musikstück aus meiner Jugend. Okay. Und ich soll es erraten, oder? Ja, und du erratest es, ja? Okay. Okay, hab eins. Ich lock mich mal ein, ja? Ja. Bist du drin? Ja. Push it real good! Und? Wow! Wie machst du das? War's das? Ja, kannst du Gedanken lesen, Alter, ey. Krass. Und, also es ist faszinierend, was so Addressable Audio so alles kann. Ja, und wenn das noch mehr zur Geltung kommt, dann muss auch Radio nicht mehr nur noch so klingen. Turn on your radio. The funny morning show live, 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 live. Irgendwie muss ich sagen, also zumindest was ich so an Radio kenne, kommt denn doch sehr nah und irgendwie klingt das alles sehr gleich. Und da frage ich mich, warum ist das so? Muss das so sein? Warum klingen viele Radiosender so? Ist es vielleicht, damit wir erkennen, dass wir jetzt Radio haben? Brauchen wir das? Ja, vielleicht wie nur aus Gewohnheit, ich weiß auch nicht. Aber dieser Frage nach Listening Habits und nach auch neuen Listening Habits stellt sich Simon Gooch im Anschluss an diesen Opener hier. Ah, das ist gut. So, also, warum hören wir eigentlich so, wie wir hören? Gute Frage. Also, ich weiß nur, dass wir nicht weghören können, aber... Okay. Also, Hörgewohnheiten, ja? So. Was waren so die Sachen, die eigentlich deine Hörgewohnheiten am meisten beeinflusst haben? Bei mir waren das viele Umgebungsgeräusche. Also so jedes... Oder auch einfach nur solche Sachen wie und natürlich auch Radio, klar. Und wie war es bei dir? Was waren deine Hörgewohnheiten? Oder was hat deine Hörgewohnheiten geprägt, Cornelius? Ja, das ist jetzt schon fast ein bisschen privat. Aber du hast ja auch schon was. Ich habe ja auch raus. Ein bisschen was aus dem Land gehört gerade. Ja? Also bei mir ist das ganz ähnlich. Ich habe die ersten... Sounds, so die ersten Höreindrücke, die ich so ganz bewusst erinnern kann, das sind, glaube ich, die Melkmaschinen aus den Kuhställen in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und die hatten immer so einen Sound, das hat mich fasziniert. Immer so. Und dann kam über die Milch, dann habe ich die Milchkanne genommen, bin nach Hause. Und ist das der Grund, wieso du Drummer geworden bist? Oder? Ja, wahrscheinlich hat mich das schon sehr früh beeinflusst. Ich bin Schlagzeuger geworden. Und ich glaube, das war auch lange Zeit der erste Beat, den ich dann gespielt habe. Aber wenn ich jetzt so weiter nachdenke, das nächste war dann eigentlich auch nicht wirklich Musik. Tatsächlich war es Werbung. Das waren die Jingles, die ich so gehört habe. Und klar, als Zielgruppe, das erste, was ich kannte, war so Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja? Aber auch Sachen, wo ich ganz offensichtlich in der Zeit nicht die Zielgruppe war, wie zum Beispiel auf diese Steine können Sie bauen. Ja. Nochmal hören. Auf die nee, ich hab einen anderen. Okay, einen anderen. Okay. Das war auch so ein Ding, was mich auch stark beeinflusst. Das war zum Beispiel, wenn es um Geld geht. Ja. Sie sind aber konditioniert alle. Ja. Ah, schön, aber sind wir alle gemeinsam wahrscheinlich. Okay, Sparkasse, da hatte ich wenigstens noch irgendein Sparschwein. Ja. Ja. Also Schwäbisch Hall, sorry, in dem Alter, aber ich habe gewusst, Schwäbisch Hall, ja, super, zuverlässig, hat alles funktioniert. So. Wahnsinn, dass das bis heute nachhält. Unglaublich. Ja. Und dann gab es noch eine andere Sache, die mich auch noch stark beeinflusst hat. Nicht überlegt, das glaube ich, weiß ich, warum ich hier auf der Bühne stehe. Das waren Produktsounds. Und also meine Mutter, die hatte ein Mercedes-Benz E-Klasse. Und ich weiß noch so, ach, synästhetische Autos sind fantastisch. So dieses, kennt ihr das auch? So dieses wunderbare Neuwagen-Duft, ja? Neues Auto wird geliefert und man steigt da ein, so, oh toll. Und dann zieht man die Tür zu. Und das war ja damals, das ist vielleicht schon bei anderen Autos auch so, damals so ganz klassisch, Tür zugeschlagen, bupp. Und dann dieser Sound von Sicherheit. Und trotz der Fahrgewohnheiten meiner Eltern, ja, habe ich mich in dem Auto eigentlich immer sicher gefühlt. Ja, weil ich eingestiegen bin und zack, zu.
Kannst du eigentlich sowas auch? Machst du auch so, ich meine, du hältst ja eh, so mit Klappe halten ist nicht so, aber ich meine, kannst du Türen zuschlagen? Kannst du das? Also Autotüren sind wirklich tricky. Ja. Die werden ja extra auch designt. Ich kann es mal so, also ich kann vielleicht so ein Trabi von einem Mercedes unterscheiden. Ja, okay. Also Trabi klingt vielleicht eher so. So. Und Mercedes dazu. So vielleicht eher die Tür. Ja, also der Trabi wäre die Snare. Ja. Und der Mercedes haben die Bassdrum, oder? Ja, also wenn man jetzt ein Beat draus machen will, so ein. So, ja, aber wenn wir irgendwie ins Bock wollen. Ja, spannend. Aber fährst du eigentlich viel Auto, Cornelius? Ja, es geht sowieso. Na, weil man sagt ja, dass gerade in Deutschland, also Radio von Autofahrern sehr frequentiert gehört wird, also wirklich sehr, sehr viel gehört wird. Eins gehört. SWR1. Ja, also ich muss sagen, eigentlich tatsächlich, wenn ich Auto fahre, dann höre ich auch Radio. Klar, es ist da vorne, ich schalte es an. Und ich höre Radio Auto. Ja, und wenn du jetzt einfach an so die Zukunft des Autoradios denkst, wenn du dir was wünschen kannst, apropos, morgen Nachmittag geht es um die Zukunft des Autoradios hier in diesem Saal. Mhm. Aber wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was wäre das? Okay, also ich bin jemand, der eher so Infotainment hört, also redaktionelles Radio. Und da habe ich so meine Sendung, die ich gerne höre. Zähneputzen ist so Verkehrsfunk zu Hause in den eigenen vier Wänden. Brauche ich gar nicht. Ja? Könnte man bei so einem intelligenten Radio vielleicht einfach irgendwie ausblenden. Wäre schon cool. Das andere ist, wenn ich jetzt Auto fahre, dann macht es noch Sinn sein, zumindest für die Leute, die ohne Navigation fahren. Aber beim Autofahren fände ich zum Beispiel, wenn ich das aussuchen dürfte, ganz cool, im Stadtverkehr kurze Beiträge für kurze Strecken und auf der Autobahn, da darf es auch mal was Längeres sein. Also wenn das Radio könnte, das wäre cool, dann würde ich da auch, glaube ich, länger drin bleiben. Mhm. Ja, wenn wir schon mal im Auto sind, ne? Was ist eigentlich so, du bist ja so Soundexperte, habe ich gehört, weiß ich. Ne? Wie ist es eigentlich so? Was ist so deine Vision vom Autosound der Zukunft? Wie klingt das? Also ich weiß, wie es erstmal nicht mehr klingen wird, weil Sounds wie diese hier, also der ist natürlich schon längst verschwunden, aber die werden einfach nicht mehr zu hören sein. Sowas wird man nicht mehr hören, aber auch nicht. Sowas wird nicht mehr da sein auf den Straßen. Ja, super, okay, aber ich meine, Autos brauchen Sound. Ja, ich meine, das ist eine Frage der Sicherheit irgendwo. Ich meine, es gibt sogar Gesetze, die das vorschreiben. Stimmt. Und das Tolle ist natürlich für Marken, dass sie dann ihre Sounds designen können, on-brand. Also es wird den VW-Sound geben, es wird den Mercedes-Sound geben. Und ich stelle mir selber vor, vielleicht kann ich mir dann auch aussuchen, was für einen Sound mein Auto hat. Vielleicht so ein... Das ist so ein Romantiker. Das wäre doch toll. Oder vielleicht sowas, ja, wenn man so ins All hineindenkt. Okay, ja, das war aber eher so ein bisschen Star Wars, ja. Okay, cool, ja. Also, war ganz ehrlich, ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Ich meine, Autos werden nicht in Traumfabriken gebaut, ja. Aber ich, so ein bisschen Fantasie, Cornelius. Ja, wenn wir jetzt mal schon bei Star Wars gerade sind, du hast gerade Star Wars gesagt. Okay, weil ich will kein Spielverderber sein. Gut, dann... Wenn ein Auto so einen Sound hätte, welcher wäre das vielleicht? Ja, okay, ich stelle mir das gerade so vor, so. Ja, ich habe mein neues E-Auto, ja, und ich düse dann gerade so mit 300 Sachen an allen vorbei und habe so einen fetten Chewbacca-Sound. Chewbacca, meinst du? Chewbacca, schon. Ja, also man muss schon sagen, so Star Wars ist schon eine ziemlich starke Soundmarke. Also, was ist da? Also ein ganzer Kosmos von Soundmarken eigentlich, ja? In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Going to end this. You have lost. Okay, ich glaube, das war Master Windu, ne? Richtig, gespielt von Samuel L. Jackson, okay. Der übrigens bald in jedem Wohnzimmer der USA zu hören sein wird, als neues Feature von Alexa. Alexa? Hallo? Alexa? Hallo? Motherf. Oh, hey, Alexa, what do you do? Well, I'm a mushroom cloud laying motherfucker, motherfucker. I'm Superfly TNT. I'm the guns of the Navarone. Alexa, play some music. Rock music.
Shit, Negro! That's all you had to say! Okay, stop. Alexa, stop. Shut the fuck up, fat man! That's none of your goddamn business! Okay, das reicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen explizit. Amerikanische Wohnzimmer, ich weiß nicht. Aber so wird es sein, ne? Ah, okay, so wird alles klar. Also so ist er, ja? Gut, wechseln wir mal auf Deutsch. So, Alexa, erzähl mir einen Witz. Treffen sich zwei Hellseher. Sagt der eine, dir geht's gut, wie geht's mir? Okay, noch ein? Mit mir können Marken super gut werben. Okay, hey, lass uns das mal ausprobieren, ja? Wir überprüfen das mal kurz. Alexa, sag mal Seitenbacher. Seitenbacher? Nein, so, also übertreib mal so richtig so. Seitenbacher. Seitenbacher? Nee, trau dich mal, hier mach richtig so, Marke, Werbung, ja? Seitenbacher. Das habe ich leider nicht verstanden. Okay. Also, gut, ich gebe auf. Ich gebe auf. Aber Cornelius, jetzt mal ganz ehrlich, die hat sich doch sehr bemüht. Was ist denn das, dein Problem jetzt gerade? Mein Problem? Naja, ich meine, alles, was Alexa sagt, bleibt Alexa. Da ist doch keine Marke drin, außer eine Alexa. Also du meinst, die Stimme bleibt gleich, oder wie? Ja, und die Sprechweise. Mhm. Das stimmt, ja. Emma Rodero wird am Freitag dazu noch was sagen zu Stimme und Sprechweise und Marken. Ah, hier bei den München Medientagen. Ja. Und du bist doch, du bist ja auch bei uns Voice Director bei WeSound. Das heißt, dein Job ist es irgendwie, den Sprechern zu helfen, genau so zu sprechen, wie es für die Marke angemessen ist. Jetzt sehen wir mal hier Medientag in München. Wie sollte man das aussprechen? Könnte vielleicht, wir sind in München, könnte vielleicht entweder so klingen. Medientag in München. Könnte sein, ja. Okay. So, bisschen Regiolekt oder wir... Oder Regio was? Regiolekt oder vielleicht Lokalkolorit oder so. Okay. Oder es ist vielleicht ein bisschen mehr Kompetenz, Seriosität, sowas wie Medientag in München. Mhm. Ja, oder ein bisschen hipper und fresher. Ah. Medientag in München. Ah ja, fresh ist gut, das mag ich. Okay, fresh. Wie würde Nivea klingen? Warte, ich muss mich kurz ein bisschen aufhören. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt geht's. Ja. Nivea. Ja, stimmt. Irgendwie. Vielleicht so, als so, vielleicht das Angebot. Ja, ist angenehm. Ja, fühlt sich gut an. Aber sag mal, kennst du irgendeine Marke, die gut gerüstet ins goldene Audio-Zeitalter tritt, von dem alle sprechen? Hey, Logo, klar. Also ich meine, im Prinzip alle Marken, die ein gutes Brand-Sound-Konzept haben, ist doch logisch, oder? Hier, kannst du mal Karl Frank fragen, ja? Der hat hier noch eine Masterclass heute und da geht's genau zu dem Thema. Apropos, ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass es neue Soundscapes und auch überhaupt neues Soundmaterial für den Medientag in München gibt? Neues Soundlogo. Ja, cool. Das ist von WeSound, also von uns. Und ja, wir können ja mal kurz reinhören. Ich glaube, das ist hier auf dem Rechner. Da gehe ich mal hier hin und mache einmal so. Moment. Komplett neues Sounddesign. Eine Premiere. Nein, das war er nicht. Was muss ich hier machen, um das abzuspielen? Implementierung ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Das ist nicht mein Rechner. Windows. Medientalk in München. Okay, hast du spontan für die Bayern entschieden, alles klar, okay, gut. Weiß nicht, passte mir vielleicht irgendwie. Und auch diese Soundscape, die Sie draußen hören, ist on-brand designed und wird algorithmisch ständig immer wieder erneuert. Also das heißt, es kommt kein Takt ist eigentlich gleich, es wird immer wieder erneuert. Wenn Sie was über algorithmischen Brand-Sound hören möchten, Lars Ohlendorf von WeSound, der das auch gemacht hat, wird seinen Impulsvortrag in einer Stunde hier halten. Ah, okay. Ja. Ja, und weil wir gerade so über Brandsound sprechen, es werden ja auch immer mehr Markenpodcasts produziert, bei denen das ja wichtig werden könnte, richtig? Ja, absolut. Kennst du eigentlich Podimo? Podimo? Mhm. Was ist ja, das ist ziemlich neu. Das ist, das wurde jetzt im September in Dänemark gelauncht und am Freitagnachmittag ist hier ein Vortrag zu Podimo
Und das ist so eine Art Netflix für Podcasts. Und da gibt es echt zu jedem Thema Podcast. Ja, da gibt es wirklich einen Podcast über den Gesang der Inuits. Oder über die Erfindung der Dampfmaschine. Oder über die Zukunft des Radios. Alles okay? Ja, das war jetzt ein bisschen unter der Gürtellinie, Cornelius. So? Die Zukunft des Radios in einem Sound. Ja, wo ist denn dein Problem? Ich meine, hey, komm, hier, so Zukunft des Radios in einem Sound, das ist doch genau dein Ding. Also, ich kann vielleicht sagen, wie die Vergangenheit klingt. Zukunft finde ich echt tricky. Ja, Vergangenheit okay. Vielleicht? Ja, das ist auch gut. Ich meine, so der Vergleich von dem Vergangenen und von heute, ja. Da kann man ja schon so ein bisschen sehen, so, was hat sich so verändert, und dann könnte man sich so auch ein bisschen vorstellen, so, mit welchen Umbrüchen haben wir vielleicht noch zu tun, da könnte man davon was lernen. Okay, also Sebastian, dann zeig uns mal, wie klang denn die Vergangenheit des Radios? Gut, das ist schon sehr weit zurück, ne? Ja, so ziemlich am Anfang. Also. 30er Jahre ungefähr, ja. Kannst du ein bisschen ranzoomen? Bisschen so. Okay, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Die Zukunft des Radios beginnt jetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Spaß mit dem Audio-Track der Medientalk in München. Sebastian Fuchs, Cornelius Ringer. Herzlichen Dank.